Ja, sehr geehrte Damen und Herren, lieber Herr Tessel, lieber Herr Gerland, Frau Schiering-Kerl ist ja heute leider erkrankt, sonst würde ich Sie auch noch begrüßen. Sie beide als die Institutionen, die heute hier maßgeblich das Programm gestalten. Es freut mich sehr, dass ich auch noch ein paar Worte zu Beginn der ersten gemeinsamen Tagung im Rahmen der Bildungspartnerschaft Musikschule und Schule sagen darf. Als ich vor etwas mehr als 2,5 Jahren meine jetzige Tätigkeit beim Landkreistag aus Brüssel kommend aufgenommen habe und mich da natürlich intensiv zum ersten Mal mit den kommunalen Strukturen im schulischen und kulturellen Bereich beschäftigt habe, war ich zunächst von der Vielgestaltigkeit dieser Strukturen überrascht. Noch mehr überrascht war ich, dass die Medienberatung, allen voran Herr Tessel, bemüht war, Bildungspartnerschaften zwischen Institutionen zu gründen, die quasi der Natur der Sache nach eigentlich sowieso eng miteinander kooperieren sollten, dass Bibliotheken, Museen, Medienzentren etc. eng miteinander kooperieren, sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Das war auch zum Teil die Auffassung in dem Ausschuss für Schule, Kultur und Sport des Landkreistages. Und das war auch der Grund für eine anfängliche Skepsis bei uns gegenüber Bildungspartnerschaften. Warum ist es eigentlich notwendig, Selbstverständlichkeiten noch einmal ausdrücklich zu besiegeln? Nun, die nähere Beschäftigung mit den Bildungslandschaften vor Ort ergab ein sehr heterogenes Bild. In der Tat ist es häufig so, dass vor Ort bereits seit Jahrzehnten lebendige Partnerschaften gepflegt werden. Allerdings beruhen diese oft auf Initiativen engagierter Einzelner, einzelner Lehrer, einzelner Mitarbeiter von Institutionen. Eine Institutionalisierung im Rahmen fester Strukturen in Partnerschaften ist eher selten, da hat die Landschaft teilweise noch weiße Flecken. Museen, Schulen, Bibliotheken oder Volkshochschulen haben ebenso wie die Musikschulen neben den Schulen nebeneinander her existiert. Wenn es eine Zusammenarbeit gab, war diese nicht selten auf Zufällen basierend. Vor dem Hintergrund dieser Erkenntnis macht es für mich Sinn, Partnerschaften neu zu gründen bzw. in einem etwas formaleren Rahmen zu geben. Und es macht für mich Sinn, den Anstoß dafür landesweit zu geben und mithilfe der Medienberatung dafür einen Rahmen anzubieten. Aus diesem Grund hat sich der Landkreistag auch für die Gründung weiterer Bildungspartnerschaften ausgesprochen und befürwortet auch einen qualitativen Ausbau. Heute gehen wir die Bildungspartnerschaft im Bereich der Musikschulen an. Als nächstes wollen wir eine Partnerschaft zwischen den Schulen und den kommunalen Archiven begründen. Insgesamt müssen sich die Bildungspartnerschaften in die entstehenden regionalen Bildungsnetzwerke einfügen. Sie sind nach Auffassung des Landkreistages und ich denke auch der anderen kommunalen Spitzenverbände integraler Bestandteil derselben, also der regionalen Bildungsnetzwerke. Eine Partnerschaft im Bereich der Musik zwischen den Schulen und den Musikschulen erscheint mir allerdings besonders richtig. Das gemeinsame Musizieren und die Auseinandersetzung mit Musik fördert viele für den Einzelnen und die Gemeinschaft wichtige Aspekte. Eine ganzheitliche Persönlichkeitsentwicklung, individuelle Ausdrucksfähigkeit, ästhetische Wahrnehmung und Urteilsfähigkeit werden geschult. Kreativität und Ausdauer spielen eine wichtige Rolle. Beim Musizieren, aber auch soziale und kulturelle Kompetenzen werden gestärkt. Musik bringt Menschen aus unterschiedlichen sozialen und kulturellen Milieus zusammen. Die musikalischen Angebote haben eine hohe Integrationskraft in den Städten, Kreisen und Gemeinden. Die kommunalen Musikschulen haben mit ihren Angeboten deshalb eine wichtige kultur- und bildungspolitische Aufgabe. In Nordrhein-Westfalen sind rund 160 Kommunaleinrichtungen im Bereich der Musikschulen vorhanden, sodass wir quasi eine Flächendeckung haben. Dies birgt ein enormes Potenzial für die musikalische Bildung. Die Gründung der Bildungspartnerschaft im Bereich der Musikschulen wird daher dazu beitragen, dieses Potenzial möglichst vielen Kindern und Jugendlichen zu erschließen. Alle Schülerinnen und Schüler sollen unabhängig von ihrer sozialen Herkunft und ihrer kulturellen Prägung auch längerfristig von den vielfältigen kommunalen Angeboten profitieren können. Bildungspartnerschaften sind deshalb auch ein Beitrag zu mehr Chancengerechtigkeit und zu sozialer und kultureller Integration. Besonders wichtig erscheinen mir diese Aspekte vor dem Hintergrund der im Raum stehenden landesweiten Ausdehnung des Projektes Sieke. Der Herr Behrens hat sich gerade da sehr vorsichtig geäußert. Das erfüllt uns natürlich mit einer gewissen Sorge. Trotzdem, Herr Gerland kann das bestätigen, im Ruhrgebiet ist die Zusammenarbeit zwischen
Schulen und Musikschulen beim Projekt Jeki essentiell. Und so hoffe ich, dass die Kooperation, die heute begründet wird, vielleicht auch ein erster Schritt für eine landesweite Ausdehnung sein kann. Und wenn es nur der Punkt ist, dass sich die Akteure in der Schullandschaft und in der Musikschullandschaft heute und bei weiteren Gelegenheiten einmal kennenlernen. Es wird nun darauf ankommen, diese Partnerschaft aktiv mit Leben zu füllen. Die heutige Veranstaltung, über deren hohe Teilnehmerzahl wir uns sicherlich sehr freuen können, ist nach der Verabschiedung der gemeinsamen Erklärung der Auftakt hierzu. In der gemeinsamen Erklärung haben wir Ziele für die kommenden 5 Jahre formuliert. So soll die Zusammenarbeit von Schule und Musikschule selbstverständlich werden und sich in den Leitbildern widerspiegeln. Die Musikschulen werden eingeladen, sich als Partner der Schulen zu profilieren und im Rahmen ihrer Möglichkeiten natürlich die konkrete Zusammenarbeit systematisch zu planen. Wir wünschen der Bildungspartnerschaft alles Gute und der heutigen Veranstaltung viel Erfolg.